Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zur Auflösung unserer 15. Coding Challenge. Heute geht's um Palindrome, beziehungsweise es geht darum, ob wir oder ja, um die Auflösung der 15. Coding Challenge, welche es war, Palindrome zu erkennen. Es hört sich jetzt noch mega komplex an, aber es ist eigentlich total simpel. Und zwar, wenn man einen Satz von vorne und von hinten lesen kann, dann hat man ein Palindrom vor sich, wobei ihr auf einige Sachen achten musstet. Und zwar zum Beispiel auf Buchstaben musstet ihr achten. Das heißt, Groß- und Kleinschreibung musstet ihr ignorieren. Ihr musstet Satzzeichen und Leerzeichen entfernen und ihr musstet natürlich darauf achten, dass hier der mittlere Buchstabe, also der, der genau in der Mitte steht, dass bei dem egal war, auf welcher Seite er war. Der hat für beide Seiten sozusagen gezählt. Und ja, dann kommen eben solche witzigen Sätze wie das hier raus. Auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, es ist ein Palindrom und das ist so. Und ja, das wollen wir jetzt mal lösen. Wir wechseln deswegen hier rüber in das Ding hier. Und es geht heute auch wieder nicht um irgendwelche Benchmarks oder sowas, sondern es geht tatsächlich einfach bloß um, genau, um das hier. Wir wollen nämlich, wobei, halt, stopp. Doch, das passt alles soweit. Wir wollen hier einfach nur sozusagen die Überprüfung durchführen. Und sagen Solve 15 hier dazu. Und ja, das sollte für uns soweit passen. Solve 15. Und hier muss eine 15 rein. Ich mache das ganz kurz. Und ja, dann fangen wir auch schon direkt an mit der Überprüfung für ein Palindrom. So, wichtig war natürlich auch, wie ihr das ganze Format bekommen habt. In dem Fall hatten wir hier kein JSON. Das heißt, wir konnten hier tatsächlich direkt einfach... Ah doch, wir hatten JSON. Stopp. JSON laden und zwar Word hieß das ganze Ding. Dann hatten wir hier eben, ich nenne das Ding jetzt auch einfach mal Word. So, und dann nehmen wir hier einfach eine Funktion isPalindrom von Word. So, cool. Und ja, dann könnten wir auch schon direkt loslegen. Und zwar schreiben wir uns einfach diese Funktion wieder mal hier rein. Def isPalindrom von, ich nenne es jetzt einfach mal toCheck hier innen drin. So. Was wir genau jetzt machen wollen, ist, wir wollen natürlich zuerst einmal ein Word bauen und da fügen wir alle gültigen Buchstaben rein und zwar als Kleinbuchstaben. Wir könnten natürlich auch filtern, aber ja, so ist es glaube ich einfacher. Das heißt, wir sagen, unser Word, das wir hier verwenden wollen, ist alle Buchstaben aus dem toCheck, das heißt E oder C besser gesagt, C vor C in toCheck. Achtung, aber nur, wenn C auch wirklich isAllNum erfüllt. Und isAllNum ist ein Filter, der sozusagen überprüft, ob es alphanumerisch ist, also ASCII im Endeffekt. Also keine, wobei nicht ASCII, Sonderzeichen. Das heißt, Sonderzeichen werden entfernt, Leerzeichen werden entfernt. Es kommen sozusagen nur Buchstaben und Zahlen durch. Dann können wir hier .lower noch machen, dann kriegen wir das Ganze auch als Kleinbuchstaben. Und damit können wir jetzt arbeiten. Das heißt, wir haben schon mal den ganzen kompletten Filter drüber laufen lassen. Wir haben also nur Kleinbuchstaben drin, wir haben keine Leerzeichen mehr drin, keine Satzzeichen und sonstiges Krams. Das heißt, wir können jetzt hier eine ganz normale Palindromüberprüfung machen. Und genau das machen wir. For i in range. So, jetzt wird es ein kleines bisschen komplexer, denn wir wollen ja natürlich nicht auf genau, wir wollen ja nicht durch das komplette Wort durchlaufen, wir wollen ja nur die Hälfte durchlaufen. Aber wir müssen uns um diesen mittleren Buchstaben hier kümmern. Der muss dabei bleiben und das machen wir, indem wir hier sagen, wir wollen ein Integer, das heißt, wir müssen natürlich runden, weil wir hier über die Länge des Wortes laufen wollen. Length von Word und zwar, jetzt muss ich kurz gucken, durch 2. Verdammt, da war die Klammer falsch. Hier muss die Klammer hin. Wir wollen also das hier als Integer haben und zwar die komplette Länge durch 2. Aber Achtung, das Ganze rundet ab. Das heißt, wir wollen hier aufrunden, wobei es eigentlich mit Abrunden theoretisch auch funktionieren sollte. Fällt mir gerade so auf. Egal. Wir runden auf math.seal und zwar über die Länge des Wortes durch 2. Wobei es tatsächlich keinen Unterschied machen sollte, ob ihr aufrundet oder ob ihr abrundet, weil der mittlere Buchstabe so einfach ignoriert wird. Also ja, nicht so wichtig gewesen, was ich gerade hier gemacht habe. So, und dann überprüfen wir einfach, alle Buchstaben und da muss natürlich vorne und hinten bei dem i-ten Buchstaben sozusagen immer natürlich genau das passende stehen und ansonsten gehen wir einfach direkt false zurück. Das heißt, wenn Word von i
nicht gleich, ich hätte auch einfach ein Ungleich nehmen können, aber egal. Minus 1 mal i minus 1. Warum machen wir jetzt hier minus 1 mal i? Naja, weil wir von rechts, also das hier läuft quasi von links durch. Damit überprüfen wir einfach alle Buchstaben bis zur Hälfte hin. Also sprich, wir fangen bei n an, lesen n, o, i, t, n, e, v und so weiter und so fort. Bis zur Mitte hin, bis einschließlich f. Und bei dem anderen fangen wir jetzt hier an und lesen sozusagen rückwärts. Das heißt, wir müssen hier mit negativen Zahlen anfangen und da müssen wir natürlich noch 1 abziehen, damit wir auch an der richtigen Stelle starten. Minus 1, Doppelpunkt, return false, wenn das nicht so ist. Ansonsten, wenn wir bis hier runter durchlaufen, dann returnen wir einfach true. Denn wenn auch nur ein Buchstabe nicht fürs Palindrom stimmt, dann ist es schon verloren und ja, wir haben sozusagen kein Palindrom. Während aber wir, wenn wir bis hier runter durchkommen, dann haben wir ein Palindrom. So, und ja, das ist eigentlich auch schon alles. Wir können hier jetzt einfach isPalindrom von Word zurückgeben. Das ist nämlich dann unsere Lösung und wir schauen einfach mal, was passiert, wenn wir das ausführen. Habe ich die Solve 14 oder den Benchmark hier gelöscht? Ja, habe ich. Wunderbar, das heißt, ich kann das starten und wir sehen Success und wir sehen wieder Success. Vielleicht wäre es noch interessant zu wissen, ob wir hier ein Palindrom haben oder nicht. Das heißt, wir printen einfach mal noch die Data aus und lassen das hier eine Weile laufen. Im Range 100. Und ja, ich weiß, das hätte ich auch über einen Benchmark machen können. Aber das wäre zu einfach. So, und wir sehen, wir haben einige Palindrome dabei. Hier ist einige Male true zurückgekommen, aber wir haben immer einen Success gehabt, niemals einen Error. Manche sind eben Palindrome. Ich habe es ungefähr so gemacht, oder ich habe es ziemlich genau so gemacht, dass wenn ihr es unendlich oft ausführen würdet, dass ihr dann immer genau 50-50 hättet. Also die Chance war, gleich großen Palindrom zu kriegen und kein Palindrom zu kriegen. Cool. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch zeigen wollte. Eigentlich eine recht interessante Challenge, finde ich. Und mit Wörtern zu arbeiten macht oftmals mehr Spaß als mit Zahlen. Aber es ist halt dann doch praktischer, mit den Zahlen tatsächlich direkt zu arbeiten. Aber cool. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.